18 years. 18 years of agony and torment, waiting for the prophecy to be fulfilled. Forced into being a mere bystander, seeking redemption for the hell that she set in motion. Now, she has him in her grasp. Hey Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Videospiele haben sich von den bescheidenen Anfängen in den 1970er Jahren zu einem der dominierenden Unterhaltungsformen des 21. Jahrhunderts entwickelt. Mit der zunehmenden Verbreitung und Akzeptanz von Videospielen haben Modifikationen oder auch Mods genannt eine eigene Nische innerhalb der Gaming-Community gefunden. Diese Mods, oft von leidenschaftlichen Fans erstellt, erweitern oder verändern das ursprüngliche Spiel um neue Mechaniken, Geschichten oder fügen einfach nur neue Grafiken hinzu. Doch während viele dieser Mods harmlos und rein kreativ sind, gibt es einige, die aufgrund ihres Inhaltes oder ihrer Darstellung von bestimmten Themen in den Mittelpunkt intensiver Debatten und Kontroversen gerückt sind. Im zweiten Teil von Einfach nur verrückt, diese Mods sind jenseits von Gut und Böse, tauchen wir erneut in die Welt der umstrittensten Mods ein, die jemals in der Gaming-Geschichte aufgetaucht sind, und schauen uns diesmal eher Spiele an, die auf den ersten Blick ohne diese Mods eigentlich harmlos erscheinen. Und damit geht's auch schon los nach dem Intro. Und die erste Mod, die wir uns mal etwas genauer anschauen, ist die Better Slavery Mod für RimWorld. RimWorld ist dabei eine Koloniesimulation. In diesem Strategiespiel müssen Spieler eine Kolonie auf einem fremden Planeten von Grund auf aufbauen, wobei sie eine Gruppe von Überlebenden führen, die von einem abgestürzten Raumschiff stammen. Das Spiel legt großen Wert auf die Geschichten und die Beziehung zwischen den Kolonisten, mit Mechaniken, die Krankheit, Hunger, Klima, interpersonale Beziehung und sogar psychische Gesundheit umfassen. Und durch die zufällige Generierung von Ereignissen und Charaktermerkmalen sorgt das Spiel dafür, dass jede Spielsitzung einzigartig ist, mit unzähligen Geschichten, Herausforderungen und Tragödien. Also man kann schon sagen, dieses Spiel ist sehr tiefgründig. Und auch, obwohl es auf den ersten Blick vielleicht nicht so wirkt, sehr umfassend. Aber die Modifikation Better Slavery verändert das Spiel in eine komplett andere Richtung und baut dabei auf einem der dunklen Aspekte des Grundspiels auf. Und zwar auf den Handel und dem Halten von Sklaven. Denn während RimWorld bereits Mechaniken hatte, die es dem Spieler ermöglichen, gefangene Überlebende als Sklaven zu kaufen oder zu verkaufen, vertieft Better Slavery dieses System erheblich. Denn diese Mod fügt zusätzliche Mechaniken und Optionen hinzu, die sich auf die Behandlung, das Training und die Aufgaben von Sklaven beziehen und ermöglichen dem Spieler, eine Wirtschaft rund um die Sklaverei zu entwickeln. Denn ab jetzt ist es zum Beispiel möglich, spezielle Einrichtungen für Sklaven zu bauen, von einfachen Unterkünften bis hin zu spezialisierten Trainingszentren, in denen Sklaven umgeschult oder trainiert werden können, um ihre Effizienz zu steigern oder ihre Loyalität gegenüber der Kolonie zu erhöhen. All diese neuen Mechaniken eröffnen den Spielern nicht nur eine neue strategische Möglichkeit, sondern auch eine Fülle von ethischen Dilemmata. Die Entscheidung, Sklaverei in der Kolonie zu praktizieren, kann nämlich dabei Beziehungen zu anderen Fraktionen im Spiel beeinflussen. Und einige Kolonisten könnten moralische Einwände gegen die Praxis haben, was zu internen Spannungen führt. Letztendlich stellt Better Slavery den Spieler vor eine tiefe und komplexe Erweiterung des RimWorld-Erlebnisses, die sowohl strategisches Geschick als auch ethische Überlegungen erfordert. Und mit diesen letzten Worten, Freunde, gehen wir zur nächsten Mod über. Three.
Three winters ago, Soviet forces conquered the German capital of Berlin. Now, with Hitler in exile, the Soviet's puppet regime rules from the Kronberg. With a Soviet focus on the West, Japan has been free to continue their aggressive expansion, threatening our allies in the region. On the home front, men and women are working around the clock, producing guns, tanks, and supplies to aid the remaining free nations of Europe, while building our own forces to counter the ever-rising threat of war. Should the communists dominate Europe and Africa, and the Japanese in Asia and the Pacific, then the claws of tyranny will soon grasp for the light of American democracy. Und zwar kommen wir jetzt zu Hearts of Iron 4. Hearts of Iron 4 von Paradox Interactive ist ein Strategiespiel, das den Zweiten Weltkrieg als Mittelpunkt hat. In diesem Spiel führen die Spieler Nationen durch die komplexe Zeit von den 1930ern bis in die 1940er Jahre, durch Diplomatie, Forschung, Kriegsführung oder vieles mehr. Das Spiel wird dabei für seine Tiefe und historische Genauigkeit geschätzt, wobei es den Spielern auch erlaubt, alternative Geschichtsverläufe zu erkunden. Doch die Mod War Crimes verändert das Spiel von Grund auf und taucht dabei tief in die dunkelsten und kontroversesten Aspekte des Zweiten Weltkriegs ein. Denn diese Erweiterung des Spiels ermöglicht es den Spielern, in eine Welt einzutreten, in der ethische und moralische Grenzen oft überschritten werden. Denn innerhalb dieses Modifikationssystems können Spieler nun Konzentrationslager errichten, die nicht nur als Haftanstalten dienen, sondern auch Orte sind, an denen Massenmorde systematisch durchgeführt werden. Die Verwaltung dieser Lager erfordert eine ständige Aufmerksamkeit, da es eine Balance zwischen den notwendigen Ressourcen, der Arbeitskraft und den wachsenden internationalen Spannungen gibt. Denn zum Beispiel Zwangsarbeit wird in diesen Lagern zu einer bedeutenden Ressource. Die Spieler müssen Entscheidungen darüber treffen, wie sie die Gefangenen am effizientesten nutzen können, sei es für industrielle Produktion, landwirtschaftliche Arbeit oder gar für wissenschaftliche und medizinische Experimente. Zusätzlich zu den Konzentrationslagern fügt die War Crimes Mod Mechaniken hinzu, die andere Kriegsverbrechen simulieren. Es können Szenarien entstehen, in denen Massenerschießungen befohlen werden, oft als Vergeltungsmaßnahmen für Widerstandsbewegung oder Partisanenaktivitäten. Dabei werden ethische Säuberungen zu einer Strategie, um bestimmte Regionen von unerwünschten Bevölkerungsgruppen zu säubern oder um eine homogenäre nationale Identität zu schaffen, was einfach nur wirklich sehr krank ist. Diese Mod bietet den Spielern einfach eine Vielzahl von neuen Entscheidungspfaden und eben auch Strategien, aber jede Wahl hat Konsequenzen. Die internationale Gemeinschaft kann auf die Gräueltaten mit Sanktionen, Diplomatie oder sogar mit Krieg reagieren. Aber auch innerhalb der eigenen Nation können solche Aktionen zu Unruhen, Rebellion oder eigenen Verlust der öffentlichen Unterstützung führen. Aber insgesamt erweitert die War Crimes Modifikation Hearts of Iron 4 um eine Tiefe und Komplexität, die die Spieler dazu zwingt, die schrecklichen Realitäten des Krieges direkt zu erleben. Und damit kommen wir zur nächsten Mod. Und zwar für Half-Life 2. Half-Life 2 ist dabei ein legendäres Ego-Shooter-Videospiel, das von Valve entwickelt wurde. Es setzt die Geschichte von Gordon Freeman fort, einem theoretischen Physiker, der gegen außerirdische und menschliche Feinde kämpft, die nach einem katastrophalen Zwischenfall die Erde beherrschen. Das Hauptspiel führt den Spieler durch zahlreiche Umgebungen, von verfallenen Städten bis hin zu komplexen industriellen Einrichtungen, während er gegen sowohl außerirdische Kreaturen als auch menschliche Soldaten kämpft,
Half-Life 2 ist bekannt für seine beeindruckende Erzählung, seinem physikbasierten Gameplay und der innovativen Spielmechanik. Im starken Gegensatz dazu steht aber die Modifikation School Shooter North American Tour 2012. Denn anstatt die fiktive, futuristische Welt von Half-Life 2 zu nutzen, verlagert diese Mod das Setting in die reale und aktuelle Welt nordamerikanischer Schulen. Denn der Spieler übernimmt hierbei nicht die Rolle des heldenhaften Widerstandskämpfers, sondern die eines Schulschützen. Dabei ist es das Primärziel dieser Modifikation, Gewalttaten an Schulen auszuführen, was natürlich zu großer Aufruhr und Ablehnung in der Gaming-Gemeinschaft führte. Denn diese Mod erinnert unangenehm an reale Vorfälle von Schulschießereien in den USA, wie zum Beispiel die Tragödie von Columbine oder das Sandy Hook Massaker. Solche realen Ereignisse haben tiefe Narben in der amerikanischen Gesellschaft hinterlassen und intensive nationale Debatten über Themen wie Waffenkontrolle und psychische Gesundheit ausgelöst. Natürlich werde ich diese Mod nicht einblenden, aber man kann sie auf YouTube finden, indem man das halt eingibt, was ich eben sage. Ob das nun sinnvoll ist, so welchen Modifikationen eine Plattform zu geben, das muss jeder selbst entscheiden. Ich bezweifle das auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, was daran irgendwie förderlich sein soll, einen Schulschützen zu imitieren. Aber wie gesagt, da hat jeder wahrscheinlich auch seine eigenen Ansichten. Manche sehen das vielleicht noch als spaßig, manche sehen das als sehr verwerflich. Zu welcher Gruppe man letztendlich gehört, muss man selbst entscheiden. Es ist ja nur ein Spiel, so sagen viele. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar zu Doom. Doom, 1993 von ID Software entwickelt, legte den Grundstein für Ego-Shooter und revolutionierte das Videospielgenre mit seinem schnellen Gameplay, der 3D-Grafik und den ikonischen Dämonengegnern. Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle des Doom Marine, der sich durch Horden von aus der Hölle kommenden Dämonen kämpfen muss. Und das alles in einer überaus aggressiven Atmosphäre. Brutal Doom ist dabei eine Modifikation, die dieses klassische Spiel erweitert und die schon blutige Natur von Doom um ein erhebliches Maß an Gewalt ausdehnt. Diese Mod fügt dem Spiel nicht nur neue Waffen und Feinde hinzu, sondern erhöht auch die Gewaltdarstellung erheblich. Gegner können nun auf extrem grafische Weise zerstückelt werden, Blut spritzt über dem Bildschirm und die körperlichen Reaktionen der Dämonen auf Verletzungen werden im Detail dargestellt. Sogar die Interaktion des Spielers mit der Umgebung sind intensiviert, wodurch neue und brutale Wege entstehen, Feinde zu eliminieren. Also jeder, der Brutal Doom jemals gespielt hat, sollte wissen, wie brutal das Spiel jetzt wirklich geworden ist dadurch. Man kann nahezu jeden Gegner auseinanderfetzen, verschiedene Körperteile abschießen und das Blut spritzt bis an die Decke. Man kann sogar einstellen, dass einzelne Hirnhälften an die Wand klatschen. Aber obwohl Doom von Anfang an für seine Gewaltdarstellung bekannt war, setzt Brutal Doom die Intensität und die Grafik dieser Darstellung auf ein ganz neues Niveau. Und dies hat natürlich auch zu gemischten Reaktionen innerhalb der Gaming-Community geführt. Während viele die technischen Errungenschaften und die Art und Weise, wie eben die Mod das ursprüngliche Spielgefühl belebt und intensiviert, lobten, empfanden andere die übermäßige Gewalt als unnötig und potenziell abstoßend. Aber ich muss ganz klar sagen, bei dieser Mod finde ich nichts Verwerfliches, ich wollte sie aber trotzdem mit reinnehmen, weil sie eben dazugehört. Und das eben, obwohl sie extrem brutal ist und die Brutalität da wirklich an ein Maximum gebracht wird. Aber jeder, der die früheren Doom-Teile einfach nochmal erleben will, sollte sich diese Mod mal anschauen. Denn man muss einfach lobenswert erwähnen, diese Mod macht einfach einiges anders.
Und das eben nicht nur in Bezug auf die Brutalität, sondern auch auf die Bewegung und einfach die Reaktion des Charakters. Auch kann man zum Beispiel einstellen, wie realistisch das Blut aussehen soll. Soll es extrem spritzen oder sollen nur kleine Blutlachen entstehen? Natürlich wurden, wie auch in den meisten Mods, neue Gegnertypen hinzugefügt, die aber auch perfekt in dieses Spiel reinpassen. Auch wurde das Spiel um Granaten erweitert, die wirklich sehr sinnvoll sein können. Es gibt nun auch verschiedene Feuermodi, neue Waffen und der Gegnertyp Imp kann jetzt an der Decke klettern. Also falls ihr die Doom-Teile aus den 90ern gefeiert habt, kennt aber eben Brutal Doom noch nicht und wollt vielleicht nochmal Doom erleben, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Gut Freunde, hier beende ich auch mal wieder das Video. Ihr könnt mir gerne wieder in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Ganzen denkt. Seht ihr das eher als sehr verwerflich, solche Mods zu produzieren? Oder sagt ihr eher, jeder sollte die Möglichkeit haben, zu erstellen, was er möchte? Egal wie verwerflich der Inhalt da drinne wirklich ist. Denn das alles ist ja nicht die Realität, sondern nur ein Spiel. Und es ist ja auch keiner gezwungen, das zu spielen. Freunde, lasst mich das gerne wissen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.